Wir beginnen unsere Reise durchs Latium in Rom. Keine andere Stadt ist Zeuge einer gleichartigen Geschichte, die wie eine logische Konsequenz Kunstwerke hervorbrachte, die die Existenz des Menschen widerspiegeln. Im Zentrum Roms begegnen wir den majestätischen Piazza Venezia. Die Piazza wird vom Vittoriano dominiert, ein kolossales Monument, Vittorio Emanuele II. Gewidmet, um die Vereinigung Italiens zu zelebrieren. An der Seite des Vittoriano steigen wir zum Kapitolshügel hinauf. Er ist der kleinste, aber gleichzeitig geschichtsträchtigste der 7 Hügel Roms. Im Zentrum der Piazza die berühmte Reiterstatue des Marc Aurel, eine Kopie. Das Original steht heute am Eingang des Kapitolinischen Museums, eines der beiden Gebäude, die den Platz flankieren. Gegenüber das Konservatorium, wo sich die älteste Sammlung klassischer Statuen der Welt befindet. Darunter die Wölfin. Sie wurde im 6. Jahrhundert vor Christus von Etruskern geschaffen und wurde zum legendären Symbol der Entstehung Roms. Auf einer Terrasse wurde der Senatorenpalast erbaut. Von hier aus haben wir einen herrlichen Blick auf das Forum Romanum. Dieser immense Platz war über 10 Jahrhunderte hinweg das Zentrum des antiken römischen Lebens und wird als die Wiege der römischen und abendländischen Welt bezeichnet. Das ästhetische Amphitheater Flavius oder auch Kolosseum ist das größte Monument der römischen Geschichte. Es wurde von Kaiser Vespasian 72 nach Christus begonnen und von seinem Sohn Titus 8 Jahre später beendet. Laut der Geschichte wurden 40.000 Sklaven zur Erbauung eingesetzt. Das riesige Theater fasste 50.000 Zuschauer, die von einem im Zentrum angebrachten Zelttuch vor der Sonne geschützt wurden. An einer Seite des Kolosseums steht der imposante Triumphbogen des Kaisers Konstantin. Im Tal zwischen dem Palatin und dem Aventin befindet sich der Circus Maximus, dem größten Stadion für Pferdewagenrennen. Seine Tribünen fassten 250.000 Zuschauer. Hier wurden aber auch die Christen förmlich hingerichtet, die dann in den Katakomben niedergelegt wurden, und zwar entlang der Via Appia, die die Römer Regina Viarum, also Königin der Straßen, nannten. Die Straße verließ Rom an der Porta Appia oder der San Sebastiano, der größeren und am besten erhaltenen, entlang der Aurelianischen Mauern, die 270 nach Christus erbaut wurden. Auf der Via Appia Antica kann man die Katakomben besichtigen. Der Triumph der Christenheit wird aufs Deutlichste mit der Kirche San Giovanni in Lateranum repräsentiert. Sie ist die Kathedrale Roms, die Konstantin zum Eigentum der Lateraner erbauen ließ. Es waren die Gebäude, die die Päpste über 1000 Jahre bewohnten, bis sie sich 1378 im Vatikan niedersetzten. Das majestätische Innere wurde von Borromini in barockem Stil erschaffen und vielleicht ein wenig beschwert durch die Statuen der Apostel realisiert von den Schülern Berninis. Musik.
weitere der vier römischen Hauptkirchen ist San Paolo vor den Mauern, die größte Kirche Roms nach dem Petersdom. Am Eingang auf dem herrlichen vierteiligen Säulengang ragt die Statue des heiligen Paulus empor. Das Kircheninnere besticht durch ihre klassische Form, Größe und Helligkeit. Vier Säulenreihen teilen die Basilika in fünf Schiffe ein. Herrlich ist die Kassettendecke aus goldenem Dekor, in deren Mitte das Wappen des Papstes Pius IX. Zu sehen ist. Weitere patriarchalische Kirche ist Santa Maria Maggiore. Sie wurde 356, glaubt man der Legende, aufgrund eines wundersamen Schneefalls im Sommer erbaut und 431 von Sixtus III. Geweiht. Das Innere besticht durch seine Einfachheit. Wunderschön der Mosaikfußboden aus dem 12. Jahrhundert und die vergoldete Kassettendecke aus dem 15. Jahrhundert. Das Gold stammt, laut Legende, aus den ersten amerikanischen Funden. Der Tiberinsel, die einzige Insel des Tibers, können wir die wunderschöne Brücke Ponte Fabricio aus dem Jahre 62 vor Christus begehen, die nämlich perfekt erhalten ist. In der Nähe steht die schöne Kirche Santa Maria in Cosmedin. In ihrer Eingangshalle befindet sich die legendäre Bocca della Verità, Mund der Wahrheit, ein Marmorbildnis eines Wahrsagers, in dessen Mund, laut Legende, die Hand eines jeden Lügners abgehackt wird. Auf der gegenüberliegenden Piazza können wir den ionischen Tempel der glücklichen Männlichkeit, Fortuna Virile, und den runden Westentempel aus der Zeit Augustus bewundern. Die Zone rund um den Campo Marzio war in altrömischen Zeiten ein groß angelegtes Anbaugebiet, das dem Gott Mars gewidmet war. Später wurde dieses Gebiet als Lager für die Legionäre benutzt. Und hier befindet sich auch einer der schönsten Plätze Roms und vielleicht auch der Welt, Piazza Navona. In seiner Mitte steht der von Bernini geschaffene Brunnen der vier Flüsse. Einen kurzen romantischen Spaziergang entfernt befindet sich die Piazza della Rotonda, wo wir den schönsten Blick auf das besterhaltenste Gebäude aus den königlichen Zeiten Roms genießen, auf das Pantheon. Sein Name bedeutet an alle Götter. Es wurde von Agrippa, dem Schwiegersohn Augustus, erbaut und eben allem Göttlichen jener Zeit geweiht. Sein aktuelles Aussehen geht jedoch auf den Feldherrn Adriano, einer der größten Persönlichkeiten der römischen Welt, zurück.
Papst Bonifatius IV. Erhielt das Gebäude 609 vom byzantinischen Kaiser Phoka als Geschenk, der es dann in eine Kirche verwandelte, die der heiligen Jungfrau gewidmet wurde. Im Inneren sind die Gebeine eines der größten Maler Italiens aufgebahrt, Raffaello, und die der letzten Könige Italiens. Der Raum ist groß und hell. Die Kuppel misst einen Durchmesser von 43 Metern und ist bis heute die größte der Welt. Ja, sie ist sogar größer als die des Peterdoms. Einen weiteren wunderschönen Blick auf Rom hat man vom Gianicolo aus. Auf der Platzmitte steigt die Statue des Giuseppe Garibaldi, dem Vereiniger Italiens, empor. Der Platz der Republik gehört zu den sonnigsten und schönsten der Stadt. In seiner Mitte der Najadenbrunnen. Sein großes, rundes Gefäß ist mit 4 Bronzegruppen ausersehen, die die Meeresgottheiten darstellen. Der Trevi-Brunnen hingegen stellt das Maximum an architektonischer Brunnengestaltung Roms dar. Er wurde von Nicola Salvi Mitte des 17. Jahrhunderts gebaut. Die Gesamtkomposition vereint architektonische Elemente mit natürlichen zu einer vielfältigen und herrlichen Einheit. Der bekannteste Park Roms heißt Villa Borghese. Eigentümer war einst die blaublütige Familie Borghese. In der Villa befindet sich die Galleria Borghese und in ihr eine der wertvollsten Privatkunstsammlungen der Welt. Das Museum verlassend, kann man zum Pincio gehen, eine weitere herrliche Terrasse, von der aus man einen Blick auf einen der Hauptplätze der Stadt hat, die Piazza del Popolo. Nicht weit entfernt, das Zentrum Roms des 18. Jahrhunderts, die Stufen der Trinità dei Monti, der spanischen Treppe, auf denen man zum Piazza di Spagna hinabsteigt. Der berühmte schiffsförmige Brunnen, der Barcaccia, wurde von Pietro Bernini, dem Vater des bekannteren Gian Lorenzo Bernini, realisiert. An den Ufern des Tibers wollte sich der Kaiser Hadrian sein großartigstes Denkmal erschaffen, nämlich seine Grabstätte. Und so entstand die Mole Adriana, die sich dann in eine Burg verwandelte und später im Mittelalter und bis heute Engelsburg genannt wurde. Im Mittelalter wurde die Burg von den Päpsten häufig als Zufluchtsort genutzt, ist sie doch mit dem Vatikan durch einen überdachten Korridor verbunden. Von der Engelsburg aus hat man einen der herrlichsten Blicke auf die Stadt. Vor allem dominiert die imposante Peterskirche mit ihrer immensen Kuppel, die von den Römern gerne der Cupolone genannt wird. Der Platz ist ein riesiges Oval, das Mitte des 16. Jahrhunderts von Gian Lorenzo Bernini in nur 11 Jahren erbaut wurde. Thank you.
begeben wir uns nun nach Tivoli, um zwei der berühmtesten Wohnsitze jener Zeit zu besuchen. Hier befinden wir uns in Villa d'Este, wo wir eines der besten Beispiele der beliebten Brunnen jener Zeit bewundern können. Die Wasserspiele von Villa d'Este sind ein Projekt des Architekten Piero Ligorio für den Kardinal Hippolito d'Este Mitte des 15. Jahrhunderts. Der riesige Garten ist übersät mit herrlichen Brunnen, Wasserspielen und symmetrischen Spazierwegen. Ein wirklich eindrucksvolles Szenario. Das herrlichste Beispiel an alten Wohnsitzen finden wir allerdings in der Villa Adriana. Der Kaiser Hadrian ließ diese Villa im 2. Jahrhundert nach Christus für sich erbauen. Die rund 25 Gebäude wurden in circa 10 Jahren errichtet. Sie sollten an die Orte erinnern, die der Herrscher während seiner Reisen besucht hat. Der bekannteste Teil der Villa ist der Kanopus, eine lange Wanne, die an die ägyptische Stadt Alexandria erinnern sollte. Das Teatro Marittimo ist eine relativ kleine Konstruktion, die als der privateste Bereich des Kaisers galt, der nur 4 Jahre nach seiner Fertigstellung starb. Musik.
Auch andere Orte erinnern an die große Geschichte der Völker. Der Legende nach wurde die Stadt Tarxuna oder Tarxa von Tarkonte, Bruder oder Sohn des Tireno, gegründet. Über Jahrhunderte hinweg war die Ortschaft eines der Hauptzentren eines legendären Volkes, der Etrusker. In deren geheimnisvolle Welt bekommen wir einen Einblick, wenn wir die berühmten Fresken ihrer Grabstätten anschauen. Dank ihres beeindruckenden Totenkultes hat uns dieses Volk tausende von Gräbern mit Freskenmalereien hinterlassen. Diese stellen ein wahres Kaleidoskop an Bildern und Farben dar. Bis heute sind davon über 5700 ans Tageslicht gebracht worden. Sie stammen aus der Zeit zwischen dem 7. Jahrhundert vor Christus und der römischen Zeit. Ein Besuch dieser Fresken ist unvergesslich. Trotz der Jahrtausende, die vergangen sind, sind auch heute noch Touristen und Gelehrte beeindruckt von der perfekten Technik, in der diese Grabkammern ausgeführt wurden. Über Jahrtausende hinweg haben die Grabstätten Feuchtigkeit und Kälte überlebt. Leider sind diese wunderbaren Zeugnisse an Kunst, Kultur und der Geschichte Italiens jahrzehntelang Opfer von Plünderern gewesen. Teil der Fundstücke aus diesen Gräbern befindet sich heute im Museum im Palazzo Vitelleschi. Die reiche Sammlung an Vasen, Grabplatten, Sarkophagen, Einrichtungsgegenständen und Schmuckstücken gibt einen guten Eindruck in das Leben dieses alten italienischen Volkes. Wir begeben uns weiter Richtung Norden, nach Viterbo, eine der faszinierendsten Städte des Latiums. Der Name Viterbo leitet sich aus der lateinischen Bezeichnung Vetus Urbis ab, alte Stadt. Das Herz der Stadt ist der Piazza del Plebiscito. Dieser ist an drei Seiten von Gebäuden umgeben, die für die öffentlichen Ämter errichtet wurden. Der Palazzo del Podestà, das Bürgermeisterhaus, im Jahre 1264 erbaut. Der Palazzo della Prefettura, das Präfekturgebäude. Und der Palazzo dei Priori, der Gouverneurpalast, heute Gemeindeamt, das gegen Ende des 15. Jahrhunderts unter Papst Sisto IV. Erbaut wurde. Stadtteil ist San Pellegrino, der wunderbar erhalten ist und ein eindrucksvolles Beispiel eines mittelalterlichen Viertels abgibt. Hier findet viel künstlerisches Leben statt und lässt San Pellegrino lebendig sein. Musik
Und zum Schluss der berühmte Piazza San Lorenzo. Ein großzügiger und eleganter Platz, der vom prächtigen Dom dominiert wird. Dieser wurde traditionsgemäß an der Stelle eines antiken Tempels Herkules, der Sage nach Gründer Viterbos, im 12. Jahrhundert erbaut. Das Innere des Doms besteht aus drei Schiffen und beherbergt zahlreiche wertvolle Kunstwerke. Auf der anderen Seite der Piazza erhebt sich der berühmte Palazzo Papale, das Papstgebäude. Dieser ist Zeuge unzähliger, oft dramatischer Begebenheiten aus der Geschichte des Papsttums. Hauptmann Rainero Gatti ließ dieses Gebäude im Jahre 1255 als Papstwohnsitz erbauen. Nicht selten flüchteten die Päpste vor den dramatischen Geschehnissen, die die römische Kurie erschütterten, und suchten Schutz in diesen Räumlichkeiten. Eine schöne Treppe führt in einen gotisch anmutenden Säulengang. Dahinter befindet sich ein Saal ganz ohne Dach. Der Grund für das Fehlen dieses Daches liegt in einem Ereignis aus dem Jahre 1271. Wir verweilen in der Provinz von Viterbo, um einen weiteren eindrucksvollen Ort der Region zu besuchen. Civita di Bagnoregio. Die auf einem Tuffsteingipfel ruhende Stadt erscheint wie eine Vision aus vergangenen Zeiten. Hier wurde 1221 Giovanni da Fidanza geboren, der später weltbekannt wurde als San Bonaventura, einem der bedeutendsten Philosophen und christlichen Theologen. Heutzutage betritt man den Ort über eine lange und kühn gebaute Brücke. Sie ist ein Zeugnis des traurigen Schicksals dieses Ortes, welcher langsam unter seinem eigenen Gewicht zerbröckelt und in den zerbrechlichen Tuffsteinboden versinkt, auf der er basiert. Die sterbende Stadt wird sie nunmehr genannt, und genau das gibt der Stadt eine melancholische Note. Sie erscheint wie in der Zeit stehen geblieben, mit ihren Portalen aus Basalt, römischen Grabsteinen, Granitsäulen aus antiken heidnischen Epochen und mittelalterlichen sowie aus dem 15. Jahrhundert stammenden Gebäuden. Der Besuch in Civita di Bagnoregio ist von höchster Poesie und ergreifender Schönheit. Thank you.
weiterer anscheinend einsamer Ort ist Calcutta Vecchia. Er liegt auf einem Felsgipfel, der sich majestätisch über das Treia-Tal erhebt. Dieser Ort liegt in einer Landschaft, die wenigsten wiedererkennen, obwohl sie sie sicher in vielen erfolgreichen Filmen schon kennengelernt haben. Das Treia-Tal, heute prächtiger Naturpark, ist aufgrund seiner wilden und naturbelassenen Gegend häufig Drehort von Western gewesen. Heute scheint Calcutta verlassen, doch besucht man die Stadt, erlebt man eine Vielzahl an Künstlern und Handwerkern, die sich hier niedergelassen haben und die antiken Häuser, die unwegsamen Gässchen und die eindrucksvolle Piazza mit reizenden Kunstwerken beleben. Fahren wir weiter Richtung Süden, entdecken wir Palestrina. Diese Stadt existierte schon im 7. Jahrhundert und war die Heimat eines großen Musikers, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ist dieser herrliche Ort jedoch durch einen Tempel, die Fortuna Primigenia, bekannt, einem bedeutenden Heiligtum der Antike. Dieser Tempel ist um das 2. Jahrhundert vor Christus erbaut worden und weist ein hohes Niveau an Technik und Kunstfertigkeit auf. Er gilt als eines der großartigsten Beispiele griechischer Architektur in Italien. Befindet sich das Archäologische Nationalmuseum von Palestrina. Hier sind Fundstücke außerordentlichen Wertes aufbewahrt, Reste des Tempels, Funde aus den Gräbern Prenestes und weitere Fundstücke verschiedener Herkunft. Hierbei ist vor allem das großartige Nilmosaik aus dem Jahre 80 vor Christus, welches die Nilüberschwemmung darstellt und fast fotografische Authentizität aufweist. Ist zudem die Triade Capitolina, eine herrliche Marmorskulptur. Sie ist weltweit das einzige Exemplar eines antiken Bildnisses, welches die drei Schutzgötter Roms zusammen darstellt: Jupiter, Juno und Minerva.
verweilen wir noch ein wenig in der Ciociaria, einer der schönsten Gegenden des Latiums, um Alatri einen Besuch abzustatten. Alatri ist ein antikes Städtchen, dessen alter Stadtkern von einer mächtigen Mauer aus riesigen Steinblöcken geschützt wird, mit deren Bau schon im 2. Jahrhundert vor Christus angefangen wurde. Im Zentrum der Stadt liegt Piazza Santa Maria Maggiore mit dem gleichnamigen Dom romanisch-gotischem Stils, der reich an Kunstwerken ist. In der Mitte des Platzes erhebt sich der Brunnen Fontana Pia. Er wurde 1870 erbaut, um sich der Großzügigkeit des Papstes Pio IX. Der Stadt gegenüber dankbar zu zeigen. Den Weg an der Via Flacca entlang, Richtung Süden folgend, begegnen wir einem der berühmtesten Seedörfern des Latiums, Sperlonga. Hierbei handelt es sich um ein altes Fischerdorf, das seinen antiken Charme erhalten hat, obwohl es heute eines der bekanntesten Badeorte der Küste des Latiums ist. Das alte Sperlonga besucht man am besten zu Fuß und betrachtet es wie ein buntes Gemälde. Der Ort hat eine lange Geschichte, angefangen mit seinen berühmten Grotten. In einer dieser Grotten sind herrliche römische Bauelemente gefunden worden, anhand derer eine ganze in den Berg eingefügte Villa rekonstruiert werden konnte. Diese Grotte wurde nach dem Kaiser, der diese Villa bewohnt hatte, benannt. Grotta di Tiberio. Die Tiberius-Grotte. Die wundervollen Fundstücke aus dem Nymphäum sind heute in dem nahegelegenen modernen Museum zu bewundern. Hier kann man eine aufregende Reise in die Kunstwelt und die alte Pracht Roms unternehmen. Thank you.
Wir möchten unsere Reise durch diese außergewöhnliche Region auf den wundervollen Inseln vor dem Kap Circeo beenden. Hier landen wir auf Ponza, eine der beeindruckendsten Inseln Italiens. Ponza ist bekannt durch seinen Zackenbarsch und das klar durchsichtige Wasser. Auch heute noch dreht sich das Leben dieser Insel um den antiken Hafen, der von den Bourbonen Ende des 18. Jahrhunderts erbaut wurde. Ponza ist am besten vom Meer aus zu erleben. Überall auf der Insel lassen sich kleine Boote mieten, mit denen man an der 20 Kilometer langen Küste entlangfahren kann. Auf diese Weise kann sich jeder seinen eigenen Strand aussuchen oder die unzähligen Grotten und Buchten entdecken, die Ponza zu einer der schönsten Inseln des gesamten Mittelmeerraums machen. Gleich neben Ponza liegt die kleine Insel Zannone. Einst rein privat, ist sie heute Teil des kleinen wichtigen Nationalparks des Circeo, il Parco Nazionale del Circeo. Ihre Macchia Mediterranea und ihr großer Steineichenwald ist Zwischenstation für viele Zugvögel. Man kann hier ca. 160 verschiedene Vogelarten beobachten und erforschen.
Der Gipfel mit den Resten des Benediktinerklosters Santo Spirito ist über einen Weg zu erreichen, der herrliche Ausblicke bietet. Im 12. Jahrhundert wurde dieses Kloster von den Mönchen verlassen, die sich dann in der Stadt Gaeta niederließen. Besuchen wir Ventotene, ein weiteres Juwel dieser bezaubernden Region. Obwohl die Insel nur knapp über einen Quadratkilometer groß ist, kann sie mehr Geschichte als viele andere italienische Inseln aufweisen. Hier stand einst zur römischen Kaiserzeit eine prächtige Villa, die Kaiser Augustus für seine Tochter Julia hatte erbauen lassen. Augustus hatte seine Tochter aufgrund ihrer leichten Lebensart, ihrer Untreue, hierher verbannen müssen. Der Kaisertochter Julia verdanken wir heute die vielen Zeugnisse aus der Römerzeit, wie zum Beispiel der Hafen, der einzige noch perfekt funktionierende Hafen aus der Antike ist. Die besten Fundstücke sind heute in einem kleinen Museum untergebracht. Sie stellen wunderbare Zeugnisse der großartigen Geschichte dieser Region Italiens dar, die Wiege eines wesentlichen Teils der westlichen Kultur ist.